Hallo Mitspieler, mein Name ist Hello Right und ich begrüße euch zur 17. Episode dieses Elite Dangerous Let's Plays. Oh, mein Stuhl knarrt ein bisschen, aber machen wir trotzdem weiter. Hab eine 5-minütige Pause gehabt, all dieweil ich die aufgezeichneten Episoden davor, die drei, von der SSD runterkopieren musste, um wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Und in der Zeit habe ich 4 Schiffe abschießen müssen, die mich angegriffen haben. Also ich habe einfach hier im Raum geparkt, habe gewartet, habe ein bisschen Kaffee getrunken und habe ein paar Mal gehört, you're under attack. Musste ich mich verteidigen. Also nur, falls ihr euch wundert, dass ich nicht mehr da war, wo ich aufgehört habe. Wie auch immer, machen wir weiter mit dieser Cobra MK3 mit Bellingham. Und aufpassen, dass wir nicht die Föderalen anschießen. Das bringt 400 Credit Strafe. Das ist nicht das Schlimme, aber die fangen an, auf uns zu schießen. Und in dem Moment heißt es adieu. Schnell weg. Eine Edana. Hier ist ja schön was los. Die Ecke hier fällt mir gut. Philip Harris wird gescannt und ist gesucht. Ich glaube, das war schon wieder. Oh. Sehr schön. In der ersten Reihe zu sitzen, angenehm. Hm, da hinten ist ja auch richtig was los. Andrew Miner. Schau mal hin. Ist gesucht. Seine Schilder sind schon runter. Wir sollten ihn wenigstens treffen. Haben wir. Damit wir was kriegen, wenn er abgeschossen wird von den Feds. Eine Cobra. Und zwar Andy Seam ist gesucht. Wir müssen ja nicht nur auf die Feds aufpassen, dass wir die aus Versehen anschießen, sondern jeden anderen Teilnehmer hier, den wir nicht gescannt haben, der nicht den Status gesucht für uns hat, bringt uns ein Kopfgeld. Also ein Kopfgeld auf uns selber. Ja, 15k knapp, schön. Eine Viper links von uns, jetzt über uns und gleich vor uns. Slad Ismaren. Sauber. Machen wir mit der Viper weiter. Viper, Viper, Viper. Hyper, Hyper, Viper. Neil Butler ist auch sauber. Target Shields offline. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Entweder ist er irgendwo gegengeflogen oder er wird beschossen. Heidi. Oh. Scan detected. Under attack. Das war's, Heidi. Zurück in die Berge mit dir. Bietet sich eine Ella an. Boah, man sieht ja kaum noch was im Scanner. So voll. Becky Griffith. Auch gesucht. Target Shields offline. 6 Mille bekommen. Wofür? Eigentlich haben wir doch alle, die wir gescannt haben, auch fertig gemacht. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht ist irgendjemand, den wir schon gescannt haben, der sauber war, in Ungnade gefallen, weil er halt irgendjemand aus Versehen angeschossen hat und dadurch haben wir ein bisschen was kassiert. Obwohl. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Weil wenn er jemanden aus Versehen angeschossen hat, dann ist er nicht gleich 6000 Credits wert. Föderaler Sicherheitsdienst, keine falsche Bewegung und versuche nicht. John T. Cleveland, wo bist du? Vor uns ist er nicht. Ist das John T.? Under attack. Ja, ist so. Ja, ja. Schöne grimmige Lackierung. Die wird dir aber nichts nützen. Ram auch nicht. Und hält mir ein Militärkomposit locker aus. 26 Meilen, schön. Under attack. Wie, bitte? Under attack von wem denn? Wer greift mich an? Gustav eventuell? Nee, Gustav ist es nicht. Hier ist doch sonst keiner. Na, vielleicht kriegt man dieses Under Attack auch ab und zu mal reingedrückt, wenn einfach nur in der Nähe geschossen wird. Vielleicht muss man da noch nicht mal als Ziel fungieren, sondern einfach bloß in der Nähe sein von dem Baller. Na, da hinten treiben sich wahrscheinlich die ganzen Sicherheitsdienste rum. Na, geschossen wird da nicht. Ein Edda? David Thomas. Gesucht, sehr schön. Ah, die Laser scheinen schon ab 3 Kilometer zu greifen. Nicht Zweiweg letztlich sagte. Und ready. Nochmal 7. Eine Edda irgendwo. Bachczynski. Scan detected. Oh. Kleiner Geschwader, 2 Mann. Target shields offline. Under attack. Nicht vor die Linse. Da ist er. 2, 1, 0. Fertig. Gucken wir noch schnell. Die Zeit haben wir. So. Wo ist der andere? Hinter uns. Brand Boss Sinclair. Sinclair ist down. Target shields online. Target destroyed. Sidewinder. Target shields offline. Wo? Da. Daniel Renshaw. Ja, so wie der steht. Ups. Weg ist er. Target shields. Na, offline. Ist das sauber? Greifen wir uns eine Edda. Eric Dalmore. Gesucht, sehr schön. Ah, stürzt sich schon die Feds drauf. Ah, haben wir mal angeklopft. Klopfen wir mal weiter. Target Shields offline. Kleine Kobra.
Alvinia Clark. Und gesucht. Das muss geschossen werden. Target Shields offline. Scan detected. Under attack. Nochmal 20. Ich nehme mal so eine Schildzelle. Wissen wir jetzt, wie es geht? Und suchen uns eine Viper raus. Tobias Lunz. Auch gesucht. Kann ich leider nicht widerstehen. Dann muss ich mit gebündeltem Licht mal ein bisschen durch seine Panzerung schießen. Ja, unter 30%, unter 20. Sehr schön. Dann haben wir hier abgegrast alles. Für den Moment. Ups. What? Das ist wahrscheinlich wieder so eine Laser-Anomalie. Ich sehe nicht, dass wir beschossen werden. Wahrscheinlich alles fett hier oben. Wo ist dann eigentlich der Sammelpunkt? Ups. 10 Kilometer. Können wir da ja mal wieder hinfliegen. Guck mal, nehmen wir mal. Freuen wir uns an den Kopfgeldern? 1,3, 1,4 Millionen ungefähr. Über den Daumen, über einen dicken Daumen gepeilt. Hinter uns eine Adder ohne Fahrschein, vielleicht. Michael Partey. Oh, gesucht, sehr schön. Dürfte da mein Turret gleich erledigen. Ja. Target destroyed. Sehr schön. Eine Igel. Fonglan. Auch gesucht. Oh, jumpen wir mal. Oh, beziehungsweise boosten. Ich würde ja so gerne mal von außen sehen, was ich hier für einen Schrott zusammenfliege. Ich meine, was heißt Schrott? Letztlich kriegt sie ja alle irgendwie vor die Lupe, vor die Nase. Hey, warum wird auf mich geschossen? Finde ich ja fast unfair. Na, Ivan. So ein Alarm. Oh, ein Kurier. Den haben wir ja lange nicht gesehen. Ups, das wollen wir nicht. Sheet. Silent Running aus Versehen gedrückt. Und das ist Schleichfahrt. Da hatte ich schon mal von berichtet.
Dann macht das Raumschiff dicht, damit wir keine Wärmesignatur abgeben und uns Gegner nicht scannen können. Das Problem ist, dass in dem Moment halt auch die Schilder runterfahren. Also ich habe jetzt keine Schilder. 6-3 für einen imperialen Kurier. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal echt warten, bis die Schilder wieder alle da sind. Moment, ist auch recht ruhig gerade. Aber bevor uns irgendwas passiert, wisst ihr was? Wir fliegen mal wieder nach... Ups, nein. Wir fliegen mal nach Anning Enterprise und holen uns mal die ganze Kohle ab. Weil wenn mich jetzt jemand zerlegt, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber wir wollen ja ohne warten jetzt hier stundenlang, bis meine Schilder wieder da sind. Fliegen wir einfach nach Hause, machen ein bisschen Kasse, vielleicht kriegen wir einen schönen Auftrag. Erstmal aus dieser Massesperre befreien. Das heißt, volle Energie auf Systeme, ein bisschen auf Antrieb. Waffen brauchen wir jetzt nicht, die packen wir auch ein. Massesperre ist weg. Gucken wir nochmal, was so schön ist. 4, 3, 2, 1, engage. So, und Anning Enterprises liegt genau hinter uns. Also wir müssen praktisch um den Nebel, um diesen Ring herum. Weil durchfliegen können wir nicht. Überm Ring, das muss ich mal ausrichten. Nee. Wir müssen von dem Planeten weg. Und ihr seht's ja, so ein kleines bisschen, dass wir noch an diesem Asteroidenring sind. Der ist direkt über uns. Jetzt sieht man es ein bisschen deutlicher. Und den müssen wir erst noch hinter uns bringen. Ja. Fliegen wir mal einen richtigen Umweg, damit wir Speed aufnehmen. Bewegt sich auch schon ein bisschen was. Na, reicht das? Ja, das scheint zu reichen. Ah, es reicht nicht. Jetzt ist genau das passiert, was ich nicht wollte. Jetzt sind wir wieder rausgeflogen. Also wieder auf die Sterne ausrichten. Warten, bis der Frameshift-Antrieb wieder abgekühlt ist. Jetzt seht ihr unten rechts diese kleine Uhr, die da zurücktickert. No. Dumpf gelaufen. Aber das passiert nochmal in der Raumfahrt. Und Action. Frameshift Drive charging. 4, 3, 2, 1, engage. Ja, man sieht diesen Ring auch nicht. Das ist ein bisschen zu transparent. Überhaupt ja keine Peilung. Wo hier gerade was ist? Was sagt der Scanner? Der Scanner sagt, der Planet liegt weit hinter uns. Aber ich höre ihn, dieses dunkle Rumpeln ist der Planet. Weg von ihm. Wir schaffen es einfach. Das blinkt, das heißt auch Nähe. Irgendwas ist in der Nähe. Schaffen wir nicht, uns auf Anning Enterprises auszurichten. Oder, Moment.
Moment, der zeigt mir links den Rohstoffabbaustandort an. Ich hab doch Erning Enterprises, habe ich doch ins Ziel übernommen. Was soll denn das? Was soll das? Ich kann mal eine Aufzeichnung ankicken, was meine dicken Finger da wieder veranstaltet haben. So, mit Null Speed richten wir uns jetzt mal aus. Kein Risiko eingehen. Mal nochmal, wenn wir nicht rausfliegen. Jawohl, da ist es. Full Speed bitte. So, 9 Sekunden. Dann gehen wir mal auf 75%, sonst schmettern wir wieder dran vorbei. Auch das habe ich ja schon das ein oder andere Mal demonstriert. Himmelskörper. Schon majestätisch irgendwie. Obwohl der ziemlich kahl und langweilig aussieht. Er scheint nicht bewohnt zu sein. Oh, wir sind ja gleich da. Dropout. So, wir sehen die Luke nicht. Also packen wir uns die Station mal in den Scanner. Jetzt sehen wir die Station ja links neben dem Scanner unten. Da sehen wir Pfeile und die Pfeile weisen jetzt nach unten. In Richtung Planet. Erning Enterprise, Landerlaubnis bitte. Docking request granted. So, wir wollen Landebucht 8. Ne, 6. Ja, 6 ist mir auch lieber. So, 25% und Fahrwerk raus. So. Wo ist denn die 6? Da unten ist sie. Okay, kann man wieder Speed geben. Angedockt. So, jetzt der Mega-Cliffhanger. Und zwar die Kohle. Wie viel Kohle haben wir uns in den letzten Episoden verdient? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugesehen habt, dass ihr wieder dabei wart. Ihr könnt mich gerne abonnieren, ihr könnt einen Daumen hoch da lassen und wenn ihr Fragen habt oder sonstige Anmerkungen, benutzt den Kommentarbereich. Bis dann!